Da sind wir bei Teil 2 von Kult der Verdammten und ich will gar nicht mal so lange reden. Ich weiß ja nicht, wie lange das Video hier geht, also bin ich mal kurz still. Mein Gott, was haben sie denn da gemacht? Licht, gib mir Kraft. Hallo, meine Kinder. So sehen wir uns wieder. Ich bin Kel'Thuzad. Ich muss euch eine Warnung überbringen. Lasst ab! Eure Neugier wird nur euer Tod sein. Was soll das heißen? Wer seid ihr überhaupt? Leider habe ich keine Zeit zum Plaudern. Die Pflicht ruft. Naja, typisch Kel'Thuzad. Erst großkotzig sagen, ja, lasst ab. Aber warum denn? Ja, ich habe keine Zeit, das zu erklären. Nachdem die Kultisten aus Anduhald vertrieben wurden, machten sich Arthas, Jaina und ein Teil der Soldaten auf dem Weg, Kel'Thuzad auf dem Friedhof der nahegelegenen Kummerhügel zu suchen. So. Die Gerechtigkeit wird siegen. Jetzt bin ich mal gespannt, wie lange das noch geht. Alle müssen auf jeden Fall überleben. Natürlich. Okay, dann machen wir das doch mal. Das schreit doch hier wieder nach dem Bosskampf. Für die Ehre. Und wir haben noch... Ah ne, wir haben gar keine optionale Quest mehr. Okay. Für die Ehre. Schauen uns aber trotzdem mal ein bisschen hier um. Gewiss. Ein solider Plan. Ein solider Plan. Wir sind nur Friedhöfe. Natürlich. Gewiss. Alles anscheinend nur Deko. Für die Ehre. Gruften. Natürlich. Wie lange muss ich noch leiden? Nicht mehr lange. Du stirbst jetzt. Ein solider Plan. Für die Ehre. Für die Ehre. Oh, gewiss. Großer Mannertrank. Ja, komm, den können wir mitnehmen. Natürlich. Ah, diesen Verband. Okay. Gewiss. Natürlich. Für die Ehre. So, geht erstmal in Formation. Ein solider Plan. Ein solider Plan. Ich habe das Gefühl, das wird echt nur ein Bosskampf werden. Gewiss. Oder? So, okay, wir sind in Formation. Für die Ehre. Ja, anscheinend wird das wirklich nur ein Bosskampf. Gewiss. Da ist er, da ist Kel'Thuzad. Okay, mal sehen, was passiert. Seid ihr für diese Seuche verantwortlich, Totenbeschwörer? Seid ihr der Drahtzieher dieses Kults? Ja, ich habe den Kult der Verdammten aufgetragen, das verseuchte Getreide zu verteilen. Aber es ist nicht allein mein Verdienst. Was meint ihr damit? Ich diene dem Schreckenslord Mal'Ganis. Er gebietet über die Geißel, die dieses Land reinigen und ein Paradies ewiger Dunkelheit bringen wird. Und was genau soll diese Geißel bereinigen? Die Lebenden natürlich.
Sein Plan ist längst angelaufen. Ihr findet ihn in Stratholm, wenn ihr euch selbst überzeugen wollt. Dafür habe ich keine Zeit. Schmort! Okay, wo ist er hin? Boss Area, alles klar. Da ist er. Das ist sonderbar. Ich stehe für das Licht. Schmort! Okay, anscheinend müssen wir uns erstmal um die ganzen Ghoule hier kümmern. Oh, oh. Natürlich. Ja. Für die Ehre. Gewiss. Okay, wir müssen einfach weiterlaufen. Das sieht sehr schmerzhaft aus. Natürlich. Für Leben das. Das Licht ist meine Stärke. Ich bin hier, um zu helfen. Ah! Gewiss. Nehmt die Rune der Heilung. Wie lautet der Plan? Ui. Das Licht ist meine Stärke. Okay. Natürlich. Ich versuche zu denken. Ah, raus da! Raus da! Ich greife oh Gott! Dann auf Gewalt zurück. Ah, wo ist Arthas? Was ist da hin? Wie lautet der Plan? Hallo auf den Totenbeschwörer! Ich versuche zu denken. Die Gerechtigkeit wird Mord. Ui. Okay. Okay, wir müssen wieder laufen. Gewiss. Ja, er beschwört wieder. Ich bin hier, um zu helfen. Ich kann helfen. Die Gerechtigkeit wird siegen. Okay, wie lautet der Plan? Ach, guck mal, aufteilen bringt ein bisschen mehr. Licht. Das ist sonderbar. Okay, oder das nicht? Das Licht ist meine Stärke. Okay, die müssen runter. Ich versuche zu denken. Wir müssen wieder runter. Gefahr. Okay, er ist da. Alles klar. Natürlich. Ich kann helfen. Hört sich gut an. Okay, einer ist sogar gestorben. Krass. Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Ich bin hier, um okay, zu da ist Kalkusat. Okay, alle heilen. Okay, wir müssen sie wieder aufteilen. Ihr habt es so gewollt. Ich bin hier, um zu helfen. Das ist sonderbar. Aisha! Ich versuche zu denken. Okay, ihr bleibt da. Besteht Gefahr? Okay, ihr müsst runter. Ihr müsst runter. Ah, der Priester. Nein, hoch. Oh Gott. Ihr passiert so viel gerade. Ich kann helfen. Vielleicht überfordert. Das Licht ist meine Stärke. Okay, alle auf ihn. Alle auf Kel'Thuzad. Ich versuche zu denken. Ich stehe für das Licht. Wie lautet der Plan? Okay, Runde der Heilung. Ist meine Hilfe vonnöten? Okay, wo ist er? Der ist da unten. Wird sie. Was braucht ihr? Was braucht ihr? Das ist sonderbar. Schmort. Okay, wieder aufteilen. Alles das klar. Das ist sonderbar. Welche Kraft ist der? Das ist meine Stärke. Die oberen, okay. Natürlich. Da lang. Alles klar. Für die Ehe. Und, ah, unten. Oh, nein, da lang. Okay. Ich bin euer Schütze. Ah. Wow, es passiert so viel gerade. Natürlich. Okay, der braucht eine Heilung. Ihr müsst hoch. Wie lautet der Plan? Aha. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Aber wir kriegen bestimmt wieder irgendwas hier. Ich schau mir das okay, an. Der Auferstehung. Alles klar. Das sind wieder alle da. Ich kann helfen. Besteht Gefahr? Was braucht ihr? Alles klar. Ich stehe für das Licht. So, Kel'Thuzad, du bist Geschichte. Gott. Hui. Hui. Ganz schön viel durcheinander passiert hier gerade. Ganz schön viel durcheinander. Der arme Zwerg.
Naives Kind. Mein Tod ändert gar nichts. Denn nun beginnt die Verseuchung dieses Landes. Da Galt starb hellenhaft, als er Kel'Thuzad den Todesstoß versetzte, wurde beim Kummerhügel begraben. Hohepriester Tel'Danis entschied sich, in Andorhal zu bleiben, um das Land von der fauligen Verderbnis der Seuche zu läutern. Tage später zogen Arthas, Jaina und ihr königlichen Gefolge zogen Richtung Norden, um sich auf der Suche nach der Schreckenslord Morghanis zu machen. Hui. Ja, ich glaube, das ist anstrengend. So. Alles klar. Ich danke mich, dass ihr zugesehen habt. Beziehungsweise zugeschaut habt. Und wir sehen uns dann wieder bei Kapitel 5 von Warcraft 3 Reforged. Ich sage tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.